Golf Rules at Home. Tja, heute mal was anderes wieder. Es geht nämlich um diesen Spieler, um diesen Zaun und um das Erleichterungsverfahren bei einem unbeweglichen Hemmnis. Ja, ein Klassiker. Schlechter Abschlag und der Ball liegt an einem Zaun. Der Zaun, nach den Golfregeln ein unbewegliches Hemmnis, behindert den Spieler und der Spieler hat die Möglichkeit, in diesem Fall straflose Erleichterung zu nehmen. Ja, in Regel 16.1 ist beschrieben, wie denn dann das Verfahren ist, wie mit diesen ungewöhnlichen Platzverhältnissen oder in diesem Fall mit den unbeweglichen Hemmnissen zu verfahren ist. Erleichterung ist zulässig in diesem Fall, weil der Spieler durch das Hemmnis in seinem Schwung und durch die Balllage behindert wird. Als nächstes gilt es jetzt, den nächstgelegenen Punkt der vollständigen Erleichterung zu bestimmen. Und hier gibt es, in diesem Beispiel Zaun, wahrscheinlich die zwei Optionen, rechts des Zauns oder links des Zauns. Ein Tipp ist, probiert es doch einfach aus. Stellt euch auf die rechte Seite des Zauns, so, dass der Spieler nicht mehr durch den Zaun behindert wird, im Schwung oder Schlag, so ungefähr, sage ich jetzt mal so, dann wäre das die Stelle. Und auf der anderen Seite, ich habe das mal markiert durch ein X, wäre das sicherlich hier, wo der Spieler nicht mehr durch den Zaun behindert wird. So ist es ganz klar zu ersehen, dass auf der linken Seite der Punkt näher ist gegenüber der ursprünglichen Balllage als auf der rechten Seite. Aber bitte beachtet, in diesem Fall handelt es sich um einen Rechtshänder. Ein Linkshänder könnte das natürlich ganz anders sein. Linkshänder wäre wahrscheinlich auf der rechten Seite der nächstgelegene Punkt der Erleichterung näher als auf der linken Seite. So, wie geht es weiter? Von dieser Stelle muss der Spieler einen Erleichterungsbereich bestimmen, der nicht näher zur Fahne liegen darf, der sich im Gelände befinden muss und der eine Schlägerlänge sein darf. Wir malen das einfach mal ein. So, da ich diesem Spieler jetzt den Schläger nicht entfernen möchte oder kann, sage ich mal, mache ich das einfach mal so von dieser Stelle. Eine Schlägerlänge wäre dann quasi so der Bereich bis hier vielleicht. So, und dann wäre das quasi ein Radius, wenn der Spieler sich hier hinstellen würde mit einer Schlägerlänge. So, und dann wäre das, weil es nicht näher zur Fahne ist, ein Halbkreis vom nächstgelegenen Punkt der Erleichterung. Der Spieler könnte jetzt in diesem Erleichterungsbereich den Ball droppen und straflos weiterspielen. Was man dann häufig hört an der Stelle ist, ja, das ist doch blöd, weil das ist doch klar, hier ist der Zaun, da ist der Weg und da ist das Fairway. Dann kann ich doch gleich eigentlich rübergehen und den Ball hier droppen. Aber dem ist nicht so, weil das Erleichterungsverfahren gilt erst das Erleichterungsverfahren zum Zaun. In diesem Fall der Spieler droppt den Ball im Erleichterungsbereich. Und je nachdem, wo der Ball dann dort zur Ruhe kommt, gilt es dann, das nächste Verfahren anzuwenden, sofern immer noch Behinderung durch zum Beispiel in diesem Fall den Weg besteht, was wiederum eine Erleichterung von einem unbeweglichen Hemmnis nach sich zieht. Probieren wir es einfach aus. Auf der einen Seite, der Spieler wird behindert auf dieser Seite des Weges und wenn er auf diese andere Seite geht, hier, wäre die nächstgelegene Stelle der vollständigen Erleichterung hier knapp neben dem Weg. Ich zeichne das einfach mal ein. So, da nehmen wir mal eine andere Farbe. Was ist das? Lila, blau, was auch immer. Das wäre eine Option. Oder aber, so wie er gerade stand, wenn er auf die rechte Seite des Weges geht, wichtig ist dabei, dass er vollständige Erleichterung in Anspruch nimmt, also auch die Füße nicht mehr auf dem Weg stehen, wäre das, diese Stelle, eine mögliche Option. So, mal ein bisschen schlecht. Blau habe ich jetzt genommen, na gut, ist egal. So,
Und wenn man jetzt einfach mal schaut, von der ursprünglichen Balllage, die hier war, welche Stelle ist denn weiter entfernt? Da sieht man, dass die linke Seite, nämlich die auf der Seite des Weges, nicht der nächstgelegene Punkt der vollständigen Erleichterung von dem Weg ist, sondern die rechte Seite. Das heißt, der Spieler könnte in diesem Fall von diesem Punkt weiterspielen. Aber hier hat er jetzt auch wieder die Möglichkeit, das ist der nächstgelegene Punkt der vollständigen Erleichterung, in Form einer Schlägerlänge, ich male das jetzt hier mal wieder ein, rechte Seite, ich male mal so eine Schlägerlänge, linke Seite und dann quasi wieder ein Halbkreis. Das ist hier mal so ungefähr. So, jetzt kann man das ganz gut erkennen vielleicht. Das heißt, der Spieler, das ist der nächstgelegene Punkt der Erleichterung und der Spieler könnte innerhalb dieses Halbkreises droppen. Wobei dann natürlich jetzt auch vorher die Entscheidung wieder ist, Rechtshand, Linkshand, aber in diesem Fall wäre man rechtshändigen Spieler. Und dieser Punkt, der nächstgelegene Punkt der vollständigen Erleichterung ist. Und jetzt geht es eigentlich auch darum, dass der Spieler vollständige Erleichterung in diesem Fall auch von dem Weg nehmen muss. Das heißt, eine Option, den Ball hier zu droppen, wäre nicht zulässig, weil der Spieler dann auf dem Weg steht. Das heißt, wenn man das jetzt nochmal Konsequenz nimmt, dann wäre dieser Bereich hier auf der Seite kein zulässiger Erleichterungsbereich, weil wenn der Spieler den Ball hier droppen würde, irgendwo in diesem Bereich, würde er keine vollständige Erleichterung von dem Weg nehmen. Das heißt, der Spieler muss den Ball in diesem Bereich droppen und kann dann sein Spiel fortsetzen und hat in diesem Fall Erleichterung von dem Zaun und anschließend Erleichterung von dem Weg genommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folge 12 von Golf Rules at Home. Ja, ein bisschen improvisiert, aber ja, die Umstände machen es notwendig. Bleibt gesund, wir sehen uns und ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, fragen@golfrules.com oder auf unserer Facebook- oder Webseite oder auch natürlich in diesem Fall auf YouTube. Macht's gut, bis dann, ciao.